Angenommen, wir stellen Sie ein und in 20 Jahren sind Sie Geschäftsführer. Also, wie retten Sie das Unternehmen und alle Ihre Angestellten vor der Arbeitslosigkeit? Sagen Sie mal. Also ich. Können Sie eigentlich Kaffee kochen? Vielleicht hast du auch schon mal in so einem Bewerbungsgespräch gesessen und dich gefragt, wie du dich eigentlich richtig verhalten sollst. Ich möchte dir in diesem Video mal aufzeigen, welche Dinge im Bewerbungsgespräch schiefgehen können und wie wir als Unternehmer darauf Einfluss nehmen, damit wir die Bewerber nicht verschrecken und stattdessen gleich zu Beginn eine angenehme Atmosphäre in so einem Gespräch schaffen können. Also wir suchen Leute mit mindestens 10 Jahren Berufserfahrung, aber das sollte ja bei Ihnen kein Problem sein. Kein Problem. Kommen wir gleich zum ersten Fehler. Du hast eben mal eine überspitzte Darstellung gesehen von einer Situation, die aber sehr häufig vorkommt. Dass man als Unternehmer die Berufserfahrung abfragt, ist völlig legitim und ja auch wichtig für das Recruiting. Du solltest aber mit diesen Fragen nicht übertreiben. Oftmals fängt das schon in der Stellenausschreibung an, wo viele Unternehmen utopische Anforderungen schreiben und sich dann wundern, warum keine Bewerbungen kommen. Stattdessen solltest du in der Stellenbeschreibung die Anforderungen etwas herunterschrauben und spezifische Dinge lieber im Bewerbungsgespräch klären. Natürlich nicht auf diese Weise, wie eben gezeigt, sondern eher auf eine authentische und ehrliche Art und Weise. Lass deinen Bewerber von sich selbst erzählen und stelle gezielte Fragen, um herauszufinden, ob der Kandidat für die Stelle der richtige ist und ob bereits Berufserfahrung vorhanden ist. Sinnvoll ist es, auch mal zu erzählen, was die Mitarbeiter in deinem Unternehmen so täglich für Anforderungen meistern. Anhand der Reaktion kannst du auch feststellen, ob du einen interessierten Bewerber vor dir hast, der Lust auf diese Art von Arbeit hat. Authentizität ist hier der Schlüssel. Schildere so ehrlich wie möglich, welche Herausforderungen deinen Bewerber erwarten und versuche auch ein wenig Smalltalk mit einzubringen, um die Stimmung gleich zu lockern. Jeder Bewerber ist aufgeregt. Zeigst du aber eine offene und ehrliche Art, brichst du ganz schnell das Eis und es entsteht ein Gespräch auf Augenhöhe, in dem du sehr gut herausfinden kannst, ob der Bewerber in dein Unternehmen passt. Wie lange waren Sie eigentlich hinter Gittern? Ich weiß, es ist sehr übertrieben, aber falsche Fragen können natürlich auch total nach hinten losgehen. Hier geht es um das Thema Vorurteile. Natürlich spricht man solche Dinge eher selten in seinem Gespräch wirklich aus, aber ein guter Tipp ist es, sich frei zu machen von jeglichen Vorurteilen. Wenn du deine Mitarbeiter nach dem äußeren Erscheinungsbild aussuchst, machst du einen großen Fehler. Dir entgehen womöglich fähige Fachkräfte, die wirklich was drauf haben und nur eine Chance von dir brauchen. Lege Wert auf die zwischenmenschlichen Dinge und die Kompetenzen deines Bewerbers. In einem lockeren Gespräch findest du schnell heraus, ob die Person in dein Team passt oder nicht. Achte dabei auf ihre Ziele und ihre Vorstellungen. Die kannst du erfragen und findest so heraus, ob die Ziele sich mit den Zielen deines Unternehmens decken. Abitur mit 2,8 und in Mathe gerade so mit 8 Punkten bestanden. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, warum Sie hier so versagt haben. Kein Bock. Ja, das Thema Zeugnisse. Wenn du heute bei einem Bewerber nur auf das Zeugnis schaust, dann machst du direkt den nächsten Fehler. Natürlich ist die Qualifikation wichtig, aber oftmals sagt ein Zeugnis nichts über die eigentliche Qualifikation deines Gegenübers aus. Erinner dich mal an deine Schulzeit zurück. Konntest du in allen Fächern glänzen? Wenn du auf Mitarbeitersuche bist, dann solltest du nach solchen Leuten suchen, die deine spezifischen Jobanforderungen erfüllen können. Suchst du beispielsweise nach einem guten Redakteur, kannst du getrost die 5 in Mathe ignorieren. Natürlich kannst du dezent nachhaken, aber konzentriere dich auf die positiven Dinge und kitzel die Stärken deines Bewerbers heraus. Schlechte Noten in der Schule können von so vielen Faktoren beeinflusst werden. Hier spielen die Lehrer eine große Rolle, aber natürlich auch schlechte Phasen, die man in der Schule hatte. Frage nach Interessen und Themen, für die sich der Bewerber begeistert. Dank YouTube bilden sich viele junge Leute selbst weiter und haben Fähigkeiten, die nicht zwingend auf ihrem Zeugnis stehen. Und genau diese Fähigkeiten können für dich interessant sein. Aber sagen Sie, haben Sie eigentlich vor, in nächster Zeit schwanger zu werden? Geht mich ja nichts an, aber ich frage einfach mal. Also Fragen zu stellen nach den Zukunftsplänen ist ja auf jeden Fall legitim. Aber so eine Frage gehört auf jeden Fall nicht ins Vorstellungsgespräch. Frage lieber nach den Zielen.
Was sind so die persönlichen Vorstellungen des Bewerbers? Auch die Frage, wo er sich in 5 Jahren sieht, ist schon etwas abgenutzt. Verwende hier lieber Fragen wie: Welche Ziele hast du dir für die nächste Zeit gesetzt? So findest du heraus, ob bereits Zukunftspläne da sind und ob diese sich mit deinem Unternehmen decken. Was wir hier so alles Tolles schon gemacht haben, was ich besonders schon so Tolles gemacht habe, ja, als ich mal hier auf dem Stuhl da und eingestellt werden sollte, ja, da waren Sie wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Ja, aber ich kann Ihnen ja viel erzählen. Ja, es ist vielleicht auch langweilig für Sie, aber Sie müssen sich das einfach anhören. Ja. Denken Sie eigentlich so von, wie fühlt sich das für Sie an, wenn ich Sie interviewe? Ist das interessant für Sie? Kann ich mir vorstellen, dass es sehr interessant ist, weil ich habe einiges zu berichten von mir. Das ist übrigens auf den Bildern meine Frau und meine Tochter. Ja. Ist dir was aufgefallen? Ja klar, natürlich die absurden Fragen. Aber eigentlich meine ich auch die Tatsache, dass der Unternehmer seinen Gegenüber gar nicht zu Wort kommen lassen hat. Bei so einem Gespräch ist auch das Zuhören wichtig. Es sollte immer ein ausgewogenes Verhältnis der Redner zueinander geben. Du kannst mit 2 kurzen Sätzen einsteigen. Erstmal die Stimmung etwas auflockern, damit der Bewerber auch etwas die Aufregung verliert. Danach lässt du den Bewerber erstmal zu Wort kommen. Lass ihn ruhig einfach mal über sich erzählen, ganz ungezwungen. Anschließend sollte sich ein lockeres Gespräch eröffnen. Und auch wenn es nicht in jede Branche passt, versuche auf die Du-Ebene zu kommen. Das erleichtert vieles und du führst mit deinem Gegenüber ein ganz anderes Gespräch. Weniger distanziert, offener und wesentlich entspannter. Du siehst also, bei einem Vorstellungsgespräch können einige Dinge schiefgehen, die man so vielleicht gar nicht gewollt hat. Das war jetzt mal ein überspitztes Beispiel, aber ich glaube, du hast verstanden, worum es mir ging. Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit, Respekt und vor allen Dingen Authentizität. Wenn du noch mehr zum Thema Recruiting wissen möchtest, schau dir einfach mal dieses Video hier an. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Video.